Moin Leute, sowas hat man als Bremer, wenn es im Pokal gegen den Erstligisten oder Zweitligisten ging, nicht so oft gehabt wie jetzt gegen Heidenheim 4-1 und nach nicht mal 20 Minuten war das Ding eigentlich durch. Gnadenlos effektive Bremer mit wunderschönem Tor von Rashica, der da so ein bisschen das Tore schießen, das muntere Tore schießen eröffnet hat, war man auch nicht so in der Bundesliga gewohnt. Viel Spielfreude, schnelle Kombinationen und wirklich ein sehr, sehr geradliniger Weg nach vorne ins letzte Drittel und dann auch wirklich vor das Tor der Heidenheimer. Das hat wirklich in der ersten Hälfte sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Ende wurde es halt ein bisschen gedämpft durch das 1:4, ein Handelfmeter, der, naja, nach meiner Regelauslegung dann eher keiner war, der Arm von Friedel angelegt, kurze Distanz, wird da weggeschossen. Also ich meine, wir hatten was Ähnliches am Wochenende ja auch, da war es dieser berühmt-berüchtigte Stützarm. Sei es drum, war jetzt auch nicht spielentscheidend bei 1:4, das Ding drohte, glaube ich, nicht mehr zu kippen. In der zweiten Halbzeit wurde es ruhiger, Heidenheim hatte eine relativ gute Phase über 5, 6, 7 Minuten, wo sie ein, zwei ordentliche Tormöglichkeiten hatten, wir aber dann auch. Kopfball von Lang an die Latte, Yuya Osako nach Comeback auch mit einer guten Kopfballmöglichkeit, Sargent, der irgendwie bei dem Alleingang aufs Tor dann wahrscheinlich zu viel Zeit hatte, also da haben wir auch viel liegen gelassen. Aber insgesamt hat mir der Auftritt eigentlich sehr, sehr gut gefallen und es war ein gutes Warm-up für das Spiel gegen Freiburg am Wochenende. Insgesamt fand ich es auch gut, dass Kofeld entgegen der Aussagen ein bisschen rotiert hat. Klar, Langkamp ist reingerutscht für Groß, der mit Magen-Darm passen musste, aber auch für Langkamp sicherlich gut, auch wieder Wettkampfpraxis zu sammeln. Für mich eh ein relativ solider Innenverteidiger, der nicht viel Trubel mit auf den Platz bringt, aber dann dadurch auch nicht so viele Fehler macht. Bargfrede hat mal wieder einen Startelf-Einsatz bekommen. Ich glaube, auch das war wichtig. Man hat in den ein oder anderen Situationen gesehen, wie wichtig er sein kann, wenn es in den defensiven Zweikampf geht, aber auch, dass er noch nicht ganz bei 100% ist, auch von der Fitness und dementsprechend hinten raus dann auch nicht mehr im Kopf. Ganz gut zu sehen bei seiner Aktion, wo er sich dann eine sehr, sehr unnötige gelbe Karte einhandelte, weil er dann ja einfach nicht gedankenschnell genug war und ja halt einfach auch eine unsaubere Aktion hatte. Ansonsten, wie gesagt, das Comeback von Yuya sehr gut. Schön, dass Lang Einsatzzeiten bekommen hat, sicherlich aber auch nur, um Gebrselassie da eine Pause zu geben, wenn man Kofeld da richtig deutet. Ich habe in den letzten Spielen immer mal schon mir gut vorstellen können, dass Lang Theo auch mal das ein oder andere Mal auf die Bank verdrängt. Dem Spiel muss man sagen, es war insgesamt recht solide, aber er kam auch nur schwer rein. In den ersten 3-4 Minuten waren gleich zwei sehr unsaubere Aktionen dabei, dann hat er aber so ein bisschen Sicherheit gekriegt. Gut seine Aktion nach vorne, also auch wirklich sehr starke Flanken. In der zweiten eine sehr gute Hereingabe auf den eingewechselten Jojo, den er per Kopf dann leider nicht machen konnte. Aber ja, insgesamt hat mir das wirklich recht gut gefallen. Klar, jetzt kommen natürlich wieder alle aus den Löchern, war ja auch nur ein Zweitligist, aber auch kein ungefährlicher Zweitligist. Das hat Heidenheim in der letzten Saison gezeigt, das zeigen sie auch in diesem Jahr in Ansätzen in einigen Spielen und es ist halt auch einfach Pokal und da unterschätzt man lieber keinen. Wir mit Heidenheim in der Vergangenheit ja auch schon unschöne Erfahrungen gemacht, da waren sie noch Drittligist, haben uns damals in der ersten Runde rausgeholt. In der letzten Saison hat Heidenheim auch viele Erstligisten rausgeholt. Natürlich waren wir der Favorit, aber es ist auch schön zu sehen, dass wir einfach von Anfang an gnadenlos wie der Favorit aufgetreten sind. Ein bisschen unschöner war dann die Situation, als viele Fans das Stadion verlassen haben. Da ging es halt um einen Banner, der ohnehin schon seit ein paar Wochen im Weserstadion hängt. Da hieß es von Werder-Seite, der Banner wurde zwar genehmigt, aber an ungenehmigter Stelle platziert. Daraufhin wollten Ordner den Banner entfernen und ja, laut Aussagen von Werder und der Polizei wurden sie ein bisschen gewalttätiger daran gehindert von einigen Fans, die unter anderem sogar auch noch andere Bremer unbeteiligte Fans angegriffen haben sollen. Ich sage das auch ganz bewusst so, weil ich natürlich auch bei der Situation nicht dabei war und dementsprechend jetzt nur die jeweiligen Aussagen dazu nehmen kann. Die Bremer Fanhilfe, also die grün-weiße Hilfe, die spricht da so ein bisschen anders drüber. Da hieß es halt eher, dass ja, es eigentlich keinen wirklichen Grund gab für den Polizeieinsatz, auch wirklich keine Gewalteinwirkung, dass einige Fans, die unter anderem daran beteiligt waren, diesen Banner zu platzieren und auch das Wegnehmen des Banners verhindern wollten, allerdings ohne Gewalt, jetzt in ärztlicher Behandlung sind. Da steht also Aussage gegen Aussage. Nichtsdestotrotz ist es einfach immer unschön, weil es so ein bisschen, es spaltet den Block, es spaltet immer so ein bisschen das Verhältnis Fan und Verein. Und es ist halt auch einfach schade, weil wir uns in Bremen einfach seit Jahren darauf berufen können oder auch darauf verlassen können,
diesen krassen Fansupport zu haben. Da sind solche Situationen einfach unschön. Keine Ahnung, wer da wirklich recht hat, wer da so ein bisschen was reindichtet. Ich gebe erstmal nur beide Seiten wieder. Vielleicht war auch da irgendwie jemand vor Ort, hat ein bisschen mehr gesehen. Dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Interessiert mich auch. Bleibt aber alles in allem eine unschöne Situation. Ansonsten, Leute, wir gehen mit einem guten Gefühl ins Wochenende, in das nächste Ligaspiel und nehmen den Schwung mit, um dann hoffentlich die eine der Überraschungsmannschaften der Saison mit dem SC Freiburg endlich auch mal in der Hinrunde zu schlagen wieder. Also Leute, gerne ein Abo hier auf dem Kanal lassen, kommentieren weiter fleißig, damit wir das hier immer noch weiter schön als Plattform nutzen können. Ich bleibe wieder mit den besten Grüßen. Reingehauen, Leute. Ciao.